Wisst ihr, warum ich das nächste Spiel genommen habe? Jawohl. Oh, ich bin hyped. Wenn du eine Katze bist, ja. Solange du eine Katze bist, ja. Never mind. Okay, Hände hoch. Wer von euch hat alles schon mal Unmengen an Zeit in ein Klickerspiel à la Adventure Capitalist versenkt? Ich kann dem Ganzen recht wenig abgewinnen, aber irgendwas fasziniert Menschen daran, stundenlang auf etwas zu drücken und zu sehen, wie eine Zahl größer wird. Dasselbe Ergebnis kann man auch mit einem Taschenrechner erzielen. Vermutlich hat das Ganze etwas damit zu tun, dass Menschen mit wenig Aufwand viel erreichen wollen. Umso enttäuschter war ich von mir selbst, als ich Cat Quest gespielt habe. Ich hätte nicht erwartet, dass ein so simples Spiel mich stundenlang in seinen Bann zieht. Und hier haben wir schon das erste, nennen wir es mal Problem. Mein Format beruht darauf, dass ich das Spiel eine Stunde lang anteste. Nach einer Stunde habe ich meine Aufnahme beendet und wollte dann mein Skript schreiben. Während ich ein paar Runden online mit Benjamin gezockt habe, habe ich im Hintergrund weiter Cat Quest gespielt. Als wir fertig waren, habe ich weiter Cat Quest gespielt. Nach zwei Tagen, in denen ich ungefähr 6 Stunden reine Spielzeit investiert habe, bin ich Stufe 99, habe alle Nebenquests und Hauptquests erledigt und habe wahrscheinlich jegliches Equipment gefarmt, das man erhalten kann. Meine Reise wurde von traumhafter Musik untermalt, die mich mehr als einmal stark an Rayman 2 erinnert hat. Sie erinnert mich übelst an Rayman. Cat Quest spielt sich wie ein Klickerspiel als Dungeon Crawler. Und genau hier liegt der Suchtfaktor. Ich starre nicht passiv auf einen Bildschirm und sehe eine wachsende Zahl. Ich erkunde die detaillierte Karte mit einem einfach gehaltenen Kampfsystem, das mit wenigen Tasten auskommt, euch aber kontinuierlich fordert. Die Gegner haben einfache Indikatoren für ihre Angriffe, die je nach Beschaffenheit anzeigen, ob es ein physischer oder magischer Angriff ist. Die Ausrichtung der magischen Angriffe zeigt dabei an, ob es Feuer, Eis, Blitz oder Arkane-Zauber sind. Nach meinem ersten Tod war ich versucht, das Spiel als Babys erstes Dark Souls zu betiteln. Was? Spiel denselben Song nochmal! Der Vergleich mag zu Beginn hinken, doch sobald ihr die Hauptquest durchhabt, kommen die Modifikatoren zum Einsatz und boy oh boy, hier beginnt der Spaß. Ich habe bis jetzt nur reingeschnuppert, aber die Schwierigkeit steigt sofort spürbar an. Solltet ihr es schaffen, warten jedoch je nach Modi-Anzahl verschiedene starke Ausrüstungsgegenstände eines legendären Rüstungssets auf euch. Cat Quest ist sich der Tatsache bewusst, dass es keine sinnvollen Quests oder gar eine packende Story zu bieten hat. Mehr als einmal regt sich euer blauer Blubbelbegleiter darüber auf, dass ihr wieder nur eine hohle Bringe-Quest bekommen habt oder wieder nur in einen Dungeon rennt, um alles zu killen, was sich bewegt. Auf offener See mit eurer Schwester wird diese von Drakov entführt und ihr erleidet Schiffbruch. Gestrandet auf einem Katzenkontinent beginnt eure Reise mit der Erkenntnis, dass ihr zu einer besonderen Katzenrasse der Drachenblüter gehört. Nun beginnt euer fantastisches Abenteuer mit skrupellosen Schnurken und miautischen Orten. Ich würde gern sagen, ich habe mir diese Wortwitze ausgedacht, aber das Spiel zelebriert seinen felinen Hintergrund an jeder Stelle und wird nicht müde, euch katztastische Wortwitze um die Ohren zu hauen. Das ist nicht nur Alleinstellungsmerkmal der Reihe, ja, es gibt einen zweiten Teil, sondern wird auch von der Community so gefordert. Am besten sieht man das im Speedrun von Sneaky bei AGDQ 2018, der konstant mit Spenden und dazugehörigen Katzenwitzen bombardiert wird. Achtung, der Speedrun ist auf Englisch. I'm glad I have you guys here. Little cat gives roses. I would love to speedrun this game, but it looks impossible. So here's a cat joke. Why are cats so good at video games?
Because they have 9 lives. That's a good one. Tatsächlich war meine größte Sorge, dass die Wortwitze im Deutschen nicht mehr so gut funktionieren wie im Englischen, aber ich war positiv überrascht. Einige sind zwar holprig bzw. mussten ganz entfernt werden, aber der aufmerksame Leser wird mehr als einmal vor sich hin kichern, wie ein Vater, der seinen ersten Dad-Joke gemacht hat. Kleine Anmerkung zur Story noch. Nachdem ihr euch durch die 12 Hauptquests geboxt habt, gibt es tatsächlich eine überraschende Wendung, die man einem vermeintlichen Kinderspiel mit Katzenwitzen nicht zugetraut hätte. Ja, ich habe dieses Kapitel nur wegen dem Wortwitz reingebracht. Aber ihr habt tatsächlich Möglichkeiten, eure Katze anzupassen. Leider bringt euch das meistens eher Nachteile als Vorteile. Magie ist übermächtig und nachdem ich die Stachelfalle auf Max-Level aufgewertet habe, habe ich selbst Endgame-Gegner ziemlich einfach erledigt. Um euer Mana zu regenerieren, müsst ihr allerdings normal angreifen. Eure einzige wirkliche Wahl besteht also zwischen viel magischen Schaden machen und Angriffe nur für Mana-Regeneration nutzen oder Magie nur nutzen, um den Gegner zu schwächen und auf eure Angriffe zu vertrauen. Die Items bringen dabei weniger Entscheidungen als erhofft, denn alle Rüstungsgegenstände, die einen Status schwächen, fallen schon mal raus. Und sobald ihr den goldenen Schlüssel gefunden habt und die 3 Level 99 Dungeons geplündert habt, seid ihr im Besitz der stärksten Ausrüstung im Spiel. Fun Fact, ihr müsst in den Dungeons nicht kämpfen, ihr könnt einfach schnell die Truhen leer machen und wieder verschwinden. Eigentlich habe ich ganz am Anfang schon gesagt, wie dieses Video ausgeht. Ich empfehle jedem Cat Quest, der auf Action-RPGs und Katzen steht. Die Sprites sind knuffig und das Spiel ist sich seiner eigenen Fehler bewusst. Anstatt diese zu kaschieren, hackt Cat Quest weiter in die Kerbe rein, da es mit seinen 4-6 Stunden Spielzeit nicht viel falsch machen kann. Wer danach noch nicht genug hat, kann sich in den Pro-Runden versuchen, das empfehle ich aber wirklich nur Leuten mit zu viel Zeit oder Geduld. Na gut, ich beende die Questreihe an der Stelle jetzt mal. Also, es ist genau mein Humor. Es geht um Katzen. Ich meine, ich heiße nicht umsonst Sir Catbeard. Die Kämpfe sind, ja, man kann es wie Dark Souls nehmen, aber es ist nicht vergleichbar, es ist nicht annähernd so schwer. Aber es ist auf alle Fälle ein guter Einstieg und ein guter Zeitvertreib, in meinen Augen.